Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2/3 meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Stickwall Legacy. Ja, wir sind hier bei dem Endlosmodus stehen geblieben, bei Nacht 5. Ich würde sagen, machen wir einfach weiter und überleben. Ja, da haben wir die Nacht 5 Überlebenden. Ziemlich gut eigentlich. Da kommt die kleine Armee. Hoch. So, wir brauchen noch ein paar Bogies. Und danach würde ich sagen, noch mehr Sperrtons. Da kommt schon die kriechende Meute. Überall. Hoffentlich kriegen wir sie platt. Na los, ihr Bogies, schießt. Die ersten gehen schon drauf. Oh, jetzt kommen die Bergarbeiter nach vorne. Das kann gefährlich werden. Ich helfe dir mal kurz. Ah, zu gefährlich. Lieber von hier hinten. Und da liegen schon eine ganze Menge Zombies. Tot. Aber da kommen auch noch eine ganze Menge mehr. Und ich glaube, der hier wird jetzt gleich, der Bergarbeiter hier wird gleich drauf gehen. Ja. Schade um den Bergarbeiter. Ich glaube, ich werde keinen neuen mehr ausbilden, weil da vorne immer die Gefahr sein wird, dass sie sterben. So, wie viele Sperrtons habe ich? Ah, egal. Die Sonne geht auf. 199 Tote insgesamt erledigt. Sehr schön. So, dann, was machen wir denn? Ich würde das hier gern verbessern, aber Blockwahrscheinlichkeit und Gesundheit ist auch sehr wichtig, denn es wird immer schwieriger. Acht Sperrtons habe ich. Ja, und diesen einen hier, deshalb mache ich noch einen. Und der Rest besteht dann halt nur noch aus Bogies. Ich gehe schon mal mit dem nach vorne. Gucke, was da so los ist. Oha. Jetzt kommen springende Zombies. Das kann schwer werden. Ja. So, ich aktiviere mal hier den Schild. Oh nö. Ich werde beworfen. So, noch ein paar Bogies nebenbei. Ich will halt den hier quasi opfern. Ich schlag einfach mal in die Luft. Was kann schon passieren? Na komm schon, stirb. Ja. Da ist er gestorben. Ein strahlender Held. Ja, leider habe ich hier nicht den Vampir-Skin von den Sperrtons. Das
wäre nämlich sehr gut, die würden dann nämlich keinen Giftschaden mehr bekommen. Ah, die Sonne geht auf. Wir haben es wieder geschafft. 229 schon insgesamt. Ja, im letzten Video habe ich dran gedacht und jetzt habe ich es wieder vergessen. Die Werbung. So, machen wir mal das Schwertzorn-Schwert und nochmal den Schild verbessern. Der sieht jetzt richtig cool aus. Komplett mit Magma, Gestein und mit Lava durchzogen. So, wir haben 5 Schwertzorn. Davon werde ich dann natürlich auch noch einen opfern. Für Inner Mortar. Der hier. Stelle ich wieder ganz nach vorne. Blocken. Und durch die Gegend rennen. Da sind schon die ersten Zombies. Huch. Und na los, geh drauf. Oh, jetzt kommen schon die Zombie-Sperrtons. Und na los. Stirb. Ja, da ist er down. 3 Bogies muss ich noch herstellen. Dann ist mein Army komplett. Hier ist sie. Es ist nützlich, Tonnen von Bogies zu haben. Ihr seht den Sperrton, der ist. Der lebt. Und kurz blinzeln, er ist tot. Also ist schon ziemlich stark. So, ein Bogie fehlt uns noch, dann haben wir unsere Armee komplett. Und ja, dann schlagen wir uns den Weg durch die ganzen Herden hier. Letzter Bogie. Ich könnte jetzt natürlich auch die Bergarbeiter opfern, aber es lohnt sich nicht. Ich brauche die nämlich noch, weil ich werde ja auch irgendwann irgendwelche Verluste einbüßen müssen. Und dann werde ich die auch brauchen. So, Sperrton Helm oder ja, Statuengröße auf jeden Fall. Die Statuengröße ist echt wichtig. Weil wir dadurch mehr Schläge einstecken können. Gucken wir gleich mal zu den Zombies. Bisher nichts Spezielles. Und das Icon von der Aufnahme hat die ganze Zeit die neuen Zombies verdeckt. Habe ich auch vergessen zu ändern, jetzt habe ich es gerade gemacht. Falls jetzt neue Zombies kommen, kann ich das dann ja nochmal zeigen. Ja, die gehen richtig schnell drauf. Also jetzt, wo ich so dieses Maximum erreicht habe an Truppen, also an Nacht 7 schon. Da wartet man eigentlich die ganze Zeit nur und ich glaube, ich werde euch nicht alles zeigen. Aber wenn irgendwas Spezielles noch passiert, dann zeige ich euch das. Ja, da kommen schon große Horden jetzt. Und ich würde tatsächlich auch mal jetzt angreifen. Also vorwärts laufen und die Zombies wirklich aktiv angreifen, auch mit den Sperrtons. Weil später wird es echt schwer, das zu machen, ohne nach vorne zu laufen. Wenn man dank
dass Magma Skins auch ziemlich viel Schaden. So, keine Zombies mehr. Und da feiern sie. So, 2 Punkte. Das hier auf jeden Fall. Damit ich das dann maxed habe. Und die Burgbogenschützen würde ich tatsächlich machen. Jetzt beginnt es auch noch, dass die Schwerter uns natürlich Schaden bekommen durchs Angreifen. Und das will ich wieder heilen. Und fürs Heilen brauchen wir dann die Burgbogenschützen, um kurz alles hier aufzuhalten. Ja, und da graben sich die Zombies wieder aus. Ganz schön viele sogar. Oh, auch hinter den Truppen. Ja, kann man nicht ändern. Die Zombies kommen überall her. Der wurde einfach komplett weggeschossen. Der eine Springzombie. Ich warte normalerweise, bis so der Mond so den Rand der Berge berührt. Der zeigt nämlich die Zeit an, ungefähr. Ich würde sagen, jetzt beginnen wir mit dem Angriff. Also nach vorne zu laufen und die ganzen Zombies platt zu machen. Und dann ist der Tag auch schon schneller vorbei. Ihr seht, der Mond verschwindet so schnell. Und der ist auch schon nicht mehr zu sehen. Ja. Da kommt die Sonne raus. Jetzt mache ich noch einmal die Burgbogenschützen. Und jetzt an Nacht 10. Ja, Nacht 10 Überlebende. Lasse ich die mal heilen. Das sind nämlich ziemlich viele. Und jetzt halte ich Ausschau nach Gegnern. Immer mal wieder gucken, wie viele noch geheilt werden müssen. Das Icon ist natürlich jetzt im Weg. Mal wieder. Ich schieb's ganz nach unten in die Ecke. So. 4 müssen geheilt werden. Oh, und es kommen schon einige. Und das sind ganz viele. Okay. Da müssen wir wieder angreifen. Ja, die Statue muss jetzt schon ein paar Schaden einstecken. Aber ich denke, das wird sie schon überleben. So, wieder zurück in die Verteidigung. Der Mond ist noch nicht an den Bergen. Ist natürlich gefährlich, die so lange heilen zu lassen. Man muss halt immer aufpassen. Ansonsten ist diese Nacht nicht so viel los, nichts Besonderes. Nur ganz viele kriechende und springende Zombies. Die kriechenden Zombies sind halt besonders leicht. Sie sind halt noch mehr langsamer als die normalen Zombies. Die springenden hingegen sind ein bisschen schwieriger. Oh, die Nacht ist auch schon fast vorbei. Greifen wir an. Mit den massiven Sperrtorns vorne dran. Und ziehen uns wieder zurück. Die Nacht ist vorbei. Alle feiern, heben die Schilde und die Speere hoch. Fast 400 Tote haben wir erledigt. Ja. Sperrton Gesundheit auf jeden Fall. Und ich heile sie wieder, weil es nötig ist. Ich warte immer so, bis die Zombies. Moment. Ich mache das so, dass der Rand von der zweiten Goldressource noch da ist. Wenn die Zombies am rechten Rand auftauchen, muss ich in den Verteidigungsmodus gehen. Da tauchen die ersten paar auf, aber es sind kriechende. Deshalb kann ich noch ein bisschen warten. Und jetzt. Na, ein paar tote Sperrtons sind auch dabei. Und jetzt können wir das ganz einfach verteidigen. Und gleichzeitig wurden die auch geheilt. Natürlich haben wir hier diese mächtige Heileinheit. Die werde ich jetzt noch nicht
spawnen, weil es noch nicht nötig ist. Ja, an dem Punkt ist es einfach so, man überlebt Tag für Tag eigentlich. Deshalb werde ich jetzt, glaube ich, auch mit dem Zeitraffer beginnen. So bei 10 Minuten. Genau jetzt. Okay, hier kommt jetzt der Dedkai dran. Mächtiger Zauberer, ziemlich gefährlich. Und ein riesiger toter Boss. Okay, Leute, jetzt gibt's hier den riesigen toten Sperrton-Boss. Sehr gefährlich.
Ja, Leute, das war's. Wir haben 23 Nächte überlebt. Ja. Ich weiß, es ist nicht unbedingt das Beste. Ihr dürft euch nicht so dumm anstellen wie ich. Ihr habt gesehen, ich habe ziemlich spät meine Truppen losgeschickt. Und das war dann schließlich das Ende. Ich habe verloren. Ja, die Zombies haben uns überrannt. Also, ich fasse nochmal zusammen, was ihr unbedingt braucht. Also ihr braucht mindestens 2 Miner, um die ganze Zeit Gold zu bekommen. Wenn ihr länger durchhaltet als diese 23 Nächte von mir, dann werdet ihr auf jeden Fall immer und immer mehr Gold brauchen. Dann braucht ihr am besten 4 Schwertzorn, um schnellen viel Schaden zu machen, also vor allem die Sprungattacken von denen machen viel Schaden. Dann braucht ihr auf jeden Fall 8 Sperrtons, um den ganzen Schaden einzustecken. Ja, und den Rest einfach Bogies. 28, glaube ich. Ja, das war's mit der Folge. Fürs Erste wahrscheinlich auch von Stick War Legacy. Wenn ihr mehr wollt, dann schreibt das in die Kommentare oder lasst ein Like da. Ja, das war's jetzt mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Video wieder. Tschüss.